Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Wir machen heute weiter wieder mit dem Anwänger Racing. Mal gucken, was wir heute fahren. Na, bitte nicht, nein, nein. Nein, 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 nein. Dann machen wir es heute doch nicht. Obwohl, na komm, wir fahren es trotzdem. Wir fahren es heute trotzdem. Anwänger Race hier bei dem nächsten großen Event. Ja, wir sind in Wreckfest zu Gast wieder und heißt wieder zerstören, zerstören, zerstören. Wobei, ich hätte mal wieder gerne auf die Fresse, aber nun ja, wir haben ja jetzt Gott sei Dank auch den Bus. Das heißt, wir haben auch wieder ein bisschen mehr Gewalt. So. Jetzt wieder ein kleines Turnier. Naja, gucken, wie es läuft. Es sind 3 Runden heute. Und unser Ziel ist es natürlich wieder unter die ersten. Ja, ich glaube nicht, dass das Turnier ist. Müssen wir in die ersten 12 kommen. Zumindest um in die nächste Runde einzuziehen. Ich habe mich gerade so ein bisschen schadlos. Gehen wir hier so ein bisschen in den Reihen und die. Weil die Karre ist wahrscheinlich nicht die beste, aber es ist sehr egal. Wir sind momentan auf Platz 7. Sorry, da war ich jetzt nicht, aber das ist sehr egal. Das ist, geht ja ein bisschen darum. Platz 4, da vorne ist der Führende. Runde 2 sind wir und ihr könnt euch mal ein bisschen gegenseitig weghauen. Miss Vicious heißt die junge Dame, die vor uns jetzt liegt. Und wir gehen in die letzte entscheidende Runde und wollen natürlich das Ding nach Hause fahren. Und die hat ein bisschen Probleme gerade mit der Kontrolle. Kriegen wir sie noch kassiert vor dem Ziel? Können wir dieses Ding, wenn sie dreht, wieder rein und dann holen wir sie uns und gehen in Führung. Und konzentrieren in der letzten Kurve, holen wir uns diesen Sieg bei diesem ersten kleinen Rennen. Ja, gut, immerhin. Wir gehen sofort gleich in den weiteren Verlauf. So, Halbfinale steht an. Auch dieses Turnier wird heute nicht, oder dieses Rennen wird so mega langig werden und wir wollen natürlich hier auch gewinnen. Gehen auch als Führender in den zweiten. In den zweiten Rennen. Ja, die wollen gerade so ein bisschen uns jetzt auch zum Rennen nehmen oder beziehungsweise ja, doch ein bisschen rankommen. Der, glaube ich, der will gerade ein bisschen, der driftet, glaube ich, versucht zu driften. Auch hier wieder nur 3 Runden, im Finale sind es wahrscheinlich 6. Ich versuche mich gerade so ein bisschen wieder reinzuarbeiten. Ich komme nicht ran. Ich kann ihm nicht die Lücke gerade zumachen. Ja, das hat er gut gekontert. Da wollte ich nämlich in seinen Heck rein und gehen als weiter in. Er gewinnt das Rennen. Das hat er gut gekontert, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte nämlich dann das Heck gehen, dass ich ein bisschen wegdrücken kann. Und genau das hat er eben gekontert und hat uns tatsächlich da diesen Sieg abgenommen. Ist auch gut, du bist ein Klasse B-Fahrzeug, ne? Das ist normale Klasse, ja. So, dann heißt es jetzt Finale und da geht es darum jetzt. Guck mal, jetzt sind wir Dritter sogar. Jetzt hat der zwar eben hinter uns gelandet ist.
Ah, das hat sich jetzt cool. Jetzt haben wir 6 Runden. Das sage ich ja, das Finale. Das ist mir das Heck zu sehr gekommen. Das könnte ja schon fast das Finale sein, das Ende sein, weil, wie gesagt, die Führung, wenn die zwei sich da vorne ein bisschen uneins werden, das wäre natürlich super. Boah, Alter, das war's. Das Finale ist verloren. Durch diesen Mega-Dreher, da müssen wir jetzt erstmal wieder rankommen, die Jungs da vorne. Und das solltet ihr, könnt ihr ja machen, ihr könnt euch da quetschen, wie ihr Lust und Laune habt. Aber das ist das Problem, und es ist halt noch schön dicke Säge. Das heißt, wir sind nur momentan noch 15 liegen. 6 Runden nochmal Zeit. Klong. Oh, jetzt wieder. Ah, von mir. Da liegt ein Auto. Ach, da momentan nur. Ich muss natürlich wieder ein bisschen voll mich reinkämpfen in dieses. In diesen Lauf. Aber ich denke nicht, dass wir es kriegen. Dafür ist es weit vorne. Das war der Fehler. Und es ist zweimal das Heck gekommen. Und zweiten Mal war es dann mega. War es der Dreher. Mal gleich dran, 6er. Greasefinger, der ist immer noch vorne liegen. Der blaue war das eben, der uns im Halbfinale ja auch geschlagen hat. Der lässt es aber auch nicht vorbei, der Junge, ne? Ja, du, Greasefinger wird definitiv gereist, Leute. Das war's. Und wir sind nur Dritter und am Ende doch noch zurückgekommen. Und jetzt im Halbfinale das Ding verloren und jetzt im Finale auch noch einen auf die Fresse gekriegt. Dritter nur. Aber keine Chance, ans Rennen zu kommen. Also, die beiden vor uns auf jeden Fall sind durch. Ich glaube auch nicht, dass es zum Gesamtsieg reichen wird. Ah, das ist super nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel da wir geworden sind in diesem Turnier. Ein Fahrzeug, nächstes RX haben wir jetzt gekriegt. Ja, schade. Im Halbfinale hat er uns schön überholt, hat er das von Anfang an klar gemacht. Dritter sind wir mit gewonnen. Ja, das ist ein dritten Platz. Sag her. Schade, Mann, das wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Gut, das ist leider schon wieder die Folge gewesen für heute mit Wreckfest. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir dann wieder... Oh, wir können wieder auf die Fresse geben. Jawohl, das machen wir dann in der nächsten Folge.